Willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir kommen jetzt in die nächste große Mission, die auf uns wartet, und zwar direkt in Schloss Hyrule. Was wird es sein? Fragezeichen über Fragezeichen. Die Gegenmaßnahmen gegen die Verheerung gingen unentwegt voran. Doch die Macht der Versiegelung zeigte kein Anzeichen des Erwachens. Einer letzten Hoffnung folgend, fasste Zelda den Entschluss, an der Quelle der Weisheit zu trainieren. Erst, wer das 17. Lebensjahr vollendet hatte, durfte sich zur Ranell-Spitze und der dort befindlichen Quelle der Weisheit begeben, da allen Jüngeren die nötige Weisheit bislang verwehrt geblieben war. Voller Ungeduld harrte Zelda ihres 17. Geburtstags. An eben jenem Tage jedoch würde auch die Verheerung wiederkehren. König Rohan befahl dem Volk also die Evakuierung und entsandte die 4 Titanen, um den Schaden, den die Verheerung bis zu Zeldas Rückkehr anrichten würde, zu minimieren. Ich habe es geschafft und auch die letzte Aufzeichnung wiederhergestellt! Ja, ja, mach's nicht so spannend. Zeig mal her. Das ist doch... Schluss jetzt! Oh je, Mine. Suboptimal. Los! Komm, halt! So viele haben große Hoffnung in mich gesetzt. Dies ist meine letzte Chance. Seid unbesorgt, Prinzessin. An der Quelle der Weisheit bekommt ihr eure große Chance. Entschuldigt mich. Vater? Schiekerstein. Was ist mit Pura und den anderen? Unmöglich. Rodania müsste denn eigentlich... Was zum... Ist die Verheerung bereits? Es scheint fast so, als wären wir überrascht worden. Das sieht nicht gut aus. Wenn schon Schloss Hyrule in den Händen der Verheerung ist... Oh nein, ich hätte nie gedacht, dass die Verheerung so schnell über uns kommt. Ja, und vor allem kommen die Gegner jetzt von innen. Vater befindet sich noch immer im Thronsaal. Schnell, wir müssen ihn retten. Ich gebe mir Mühe. Prinzessin, hier ist es viel zu gefährlich. Das darf doch... Link, beschützt die Prinzessin. Ja, bin dabei. Weiß zwar nicht, wo sie jetzt gerade steckt. Ach da, sie läuft an mir vorbei. Ja, natürlich. Du hast ja auch sonst nichts zu tun. Genau.
hilf dir selber. Wow. Wo kommst du denn her? Ach, das ist ein Außenposten. Beziehungsweise Vorposten. Gar nicht mitbekommen. Gut, dann machen wir dich so weg. Tolle Arbeit, wie immer, Link. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Beim Ende von Schloss Hyrule. So, wir können denn jetzt weiter hoch, ne? Auf geht's. Auch hier gibt es wieder Crocs. Oh Gott, ja, stimmt. Gar nicht dran gedacht. Haut mal mit drauf. Ich kümmere mich um den Moblin, ihr macht den Rest. Na. Du wirst doch wohl nicht angreifen wollen. So, den haben wir wenigstens schon mal. So ist gut. Weiter nach oben. Ich kämpfe mich schon mal durch die Massen. Ihr könnt nachher weiterkommen. Gott, hier schon alles voll im Schloss. Völlig kaputt infiltriert hier. Okay, wir wurden geheilt. Sehr gut für uns. Schlecht für die Mobs. Sehr gut. Jetzt musste ich warten, bis der Attackenhagel vorbei ist. Hätte auch einfach zu Ende kämpfen können, aber ist egal. So, ich hau jetzt nochmal die hier weg. Dann haben wir zumindest schon mal keine Probleme beim wieder runterrennen. Falls wir überhaupt wieder runter müssen. Auch ich werde meine Pflicht erfüllen. Das will ich hoffen. Es wäre traurig, wenn nicht. Als Prinzessin des Schlosses. Willst du nicht sterben? Doch, jetzt. So, weiter. Ab nach oben. Wir haben noch so viel zu tun. Es gibt hier noch so viele Monster. Wir sind noch lange nicht am Ende. Gut, dass das Ganze nicht auf Zeit ist. Rette König Rohan. Oh nein, nicht auch noch Wächter. Euer Ernst? Gut, an viele Dinge habe ich nicht mehr gedacht. Wurden die Wächter von Ganon übernommen? Ja. Offensichtlich. Okay. Sie verwenden Attacken, die wir offensichtlich aufhalten können. Das ist gut. Rauf da. Mach den Wächter fertig. Ist wesentlich einfacher als der damalige. Guti, schon mal einer weniger. Okay, der hier ist noch still. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich räume währenddessen immer weiter auf. Ihr könnt dann nachher einfach so hinterherkommen. Im Moment kann ich mich nicht wirklich auf Crocs konzentrieren hier. Wir setzen jetzt einfach unseren Spezialeffekt ein. Sehr schön, das hat geklappt. Garantiert dürfen wir gegen noch einen Wächter kämpfen, deswegen ist es ganz gut, dass wir die hier nochmal mitnehmen. Ja, da drin ist schon einer. Ich sehe ihn. Hyrule Hauptmann, hier irgendwo muss Vater sein. Ja, ich muss jetzt erstmal den Hauptmann retten. Er wird uns sagen können, wo der König ist. Unsere Verbündeten sind ins Visier der Wächter geraten. Wir müssen ihnen helfen. Jo. So. Besiegt.
Okay. Zwei Wächter. Ja, warum auch nicht? Was? Noch mehr Wächter. Bitte seid vorsichtig. Sowieso. So, der hat schon mal keine Arme mehr. Deswegen kann er nicht viel machen. Und geschafft. Irgendwie haben wir gesiegt. Wisst ihr, wo mein Vater sich befindet? Der König konnte durch den Geheimgang entkommen. Aber wir wurden getrennt. Los! Dann nehmen wir ebenfalls den Geheimgang. Ich bin so glücklich, dass es Vater gut geht. Naja, mehr oder weniger, ne? Neues Ziel festgelegt. Entkomme aus dem Geheimgang. Okay, der ist hier oben. Ich hoffe, ich habe keinen Krog übersehen. Im Schloss sind Monster und Wächter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja. Wir verlassen die Bibliothek in Richtung Halle. Von dort aus gehen wir dann zum Haupttor. Ja, aber zuvor nehme ich noch den Krog mit. Dankeschön. Dann haben wir den schon mal. Hier ist noch eine Kiste mit einem Ritterschwert, immerhin. Und ein weiterer Krog. Okay. Komm, Zelda, jetzt können wir weiter. Jetzt habe ich alles mitgenommen und bin glücklich. Wo ist Nimpa? Ist die schon oben? Hier scheinen die Wächter noch nicht außer Kontrolle geraten zu sein. Lasst uns gehen, bevor sie aktiviert werden. Ja, ist okay. Mir ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen mitnehmen, denn ich muss meine Spezialattacken wieder aufladen. So, jetzt können wir. Ein Wächter wurde gesichtet, okay. Ja, passiert, ist nicht schlimm. Dann mache ich erstmal dein Bein kaputt, das geht ja auch. Geschafft. Ah, und der Wächter ist fast down. Sehr schön. Tolle Arbeit, wie immer, Link. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ja, brauchst du nicht immer sagen. Es wurde noch ein Wächter gesichtet. Auch den gibt es nicht mehr lange, keine Sorge. Und geschafft. Gut gemacht, Leute. Durch diese Tür dort und dann zur Halle. Beeilung! Ich kann mich nicht beeilen, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt erstmal hier die ganzen Viecher kaputt machen. Begib dich zum Fluchtpunkt. Ja, gleich. Wir wollen erstmal gucken, ob hier noch Krogs sind. Hier sind garantiert noch irgendwo welche. Guck mal, hier drin ist auch noch was. Kiste, sehr schön. Mit einem Garde-Zweihänder. Extrem gut. Könnte auch hier noch was sein? Na, kein Krog. Hoch kommen wir nicht. So viel ist schon mal sicher. Und ansonsten ist hier nur eine Kiste mit 300 Rubinen. Haben oder nicht haben. Okay, hier ist sonst nichts. Gut, dann können wir jetzt nach oben gehen. Wo
Woanders können wir auch nicht lang. Ich gucke mich nochmal kurz um. Hier ist nichts, okay. Ja, man kann ja nie wissen. Und ein Krog. Dass die alle in Kisten stecken, finde ich gar nicht witzig. Kann man ja gar nicht unterscheiden. Und jetzt sind die Wächter unterwegs. Die Wächter an der Anlegestelle haben sich aktiviert. Was? Die Wächter sind aktiv. Wir müssen handeln, sonst greifen sie uns von beiden Seiten an. Impa, beruhige dich. Wir gehen vorsichtig weiter und sichern uns auch hinten ab. Heißt das so viel wie, ich muss auch noch nach hinten laufen und die dort wieder vernichten? Was mache ich denn irgendwann mal, ne? Ja, aber eigentlich können die nicht von hinten kommen. Ist doch alles gut. Dafür müssten sie Treppen laufen. Und durch enge Gänge durch. Das können sie nicht. So, das wäre geschafft. Weiter. Wir haben schon mal zwei Außenposten mitgeholt. Zwei Vorposten. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich immer auf Außenposten komme. Das kommt, glaube ich, von früher noch. Von anderen Spielen. Antikes Leitpaket. Sehr schön. Wieder ein ordentliches Ding für Zelda. Oh, Nanowächter. Die gibt es hier auch zum ersten Mal jetzt. Die mache ich mal anders weg. Sicher, sicher. Du bist wie immer gut dabei, Link. An deiner Seite fühle ich mich gut aufgehoben. Danke. Okay, Stachelmobkeule wird auch relativ stark sein. Hier ist auch noch eine Kiste, meine Güte. 100 Rubine. Und da sind die ersten weißen Moblins. Oh, oder Bocklins vielmehr. Die sind natürlich schon wesentlich gefährlicher als die roten. Die Roten gingen ja gar nicht. Aber die hier sind echt böse. Die halten extrem viel aus. Da müssen wir auch definitiv noch stärker werden. Wenn die nicht sogar noch besser kämpfen können, das weiß ich nicht. So. Den Bankettsaal haben wir jetzt befreit. Hier scheint nichts mehr rumzustehen. Ich sehe auch keinen Krog. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es hier noch einen gibt. Immerhin ist das ein extra Raum, der ja nicht unbedingt sein muss, wenn ich das richtig sehe. Der nicht unbedingt gemacht werden muss. Ich möchte mich trotzdem nochmal komplett umsehen, dass ich auch ja nichts vergessen habe. Okay. Und von jeder Tür aus kommt man wieder in den Flur. Die anderen sind schon da lang gelaufen. Ich gucke mich nochmal drüben um. Ich glaube, von da hinten sind wir jetzt auch gekommen, ne? Nee, sind wir nicht. Ha, siehst du? Hier ist nämlich ein Krog. Ja, haha. Schön. Und wir haben jetzt schon 20 Herzen. Das heißt, zwei Drittel aller Herzen zusammen. Dadurch, dass wir wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Level mit dazu bekommen haben, sind die Herzen nochmal extrem gestiegen. Oh, hallo. Mit euch habe ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Aber schön, dass Zelda und Imba euch hier haben stehen lassen, damit ich euch kaputt machen darf. Oh, ho, ho, ho. Nicht so, mein Freundchen. Nicht so. Wir haben auch schon weiße Echsen vor uns. Na toll. Dieser Raum gehört auch uns als Vorposten. Ich denke aber nicht, dass hier irgendwelche Wächter Hyrule-Wachen entstehen. Müssten wir gleich gucken, wenn wir rauslaufen.
Okay, wir haben alle, ne? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, weiter. So, gucken wir mal. Nö, kommen keine neuen Leute. Der Hyrule-Hauptmann ist auch der einzige, den wir haben. Oh, wir sind im Thronsaal. Bei einem weißen Leuen. Ja. Gerade als ich dachte, unsere Flucht würde gelingen, kommt der weiße Leune, genau. Ganz toll. Ja, Freundchen, so nicht. Jetzt ist Schluss hier. Das gibt uns wenigstens wieder eine neue Urkunde. Das ist nicht schlimm, wenn du triffst. Auch wenn ich dann ein bisschen schwächer werde. Oh, oh, weg hier. Nicht geklappt. Ja, weil ich erst um ihn rumspringen musste, ich konnte nicht nach hinten ausweichen. Ging einfach nicht. Der macht auch ordentlich Schaden. Ja, ich konnte nicht so schnell alles ziehen. So ist gut. Rauf jetzt. Wunderbar. Er hat nichts zu lachen. Okay, wieder weg. Okay, das war's. Der weiße Leune ist weg. Puh, wir haben es geschafft. Nur noch ein kleines Stück, dann sind wir draußen. Ja, wir? Aber wo ist der König denn jetzt? Große Anzahl Wächter wurde im Schloss gesichtet. Wir können uns nicht weiter darum kümmern. Wir müssen hier raus. Okay, also bleibt der König jetzt hier? Da schießt noch einer. Jetzt nicht mehr. So, jetzt muss ich mich erstmal umgucken. Hier wird ja wohl kein Krog sein, in einer Halle, wo komplett gekämpft wird. Ich schaue mich trotzdem nochmal um. Nein, 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 nein. Nein. Also das ist der Thronsaal, so wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, ob wir den in Breath of the Wild überhaupt so gesehen haben. Ich glaube ja. Ich könnte jetzt da raus. Nee, da käme ich nach oben. Bin ich von da gekommen? Ja, von da bin ich gekommen, von oben. Jetzt muss ich nach unten. Und kein weiterer Krog hier in der Nähe. Sehr schön. Puh, wir sind davon gekommen, aber dass die Wächter übernommen werden können. Damit habe ich nicht gerechnet. Verlieren wir keine Zeit und treffen uns mit Vater. Liegt nun der Schutz der Prinzessin. Ich bin mir sicher, du weißt, was zu tun ist. Vater! Lass mich los! Tochter, beschütze sie. Das war sie, die Flucht von Schloss Hyrule. Wir haben das Ganze in der annehmbaren Zeit geschafft, auch wenn man es vielleicht noch ein bisschen schneller machen könnte, aber das war schon okay, das war in Ordnung.
Level 56 bleibt. Wir haben jetzt noch einiges an Waffen mit dazu bekommen. Unter anderem einen Garde-Zweihänder und ein Ritterschwert, das extrem gut ist. Effekt durch das Element Eis reduziert. Was auch immer für ein Effekt gemeint ist. Aber 51 mit Stufe 1, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Link hat das Tragelimit erreicht. Ja, den schmeißen wir irgendwas Kleines weg. Okay. Und nun? Das ist... Gibt es vielleicht noch Hoffnung? Es muss etwas geben, das wir tun können. Worauf warten wir? Tja, meine Lieben, wir sehen uns gerade in einem zerstörten Hyrule wieder, beziehungsweise kurz vor dem Ende. Wir haben jetzt mitbekommen, wie sich das alles so ein bisschen gestaltet hat, wie denn der König Roam verschwunden ist. Damals in Breath of the Wild haben wir es ja, ich sag mal, nur am Rande mitbekommen. Und hier sehen wir jetzt, wie die Geschichte eigentlich verlaufen ist, beziehungsweise wäre... Wäre da nicht irgendwas noch dazwischen gekommen? Und deswegen sind wir in Hyrule Warriors Zeit der Verheerung und deswegen habe ich auch gesagt, es gibt tatsächlich noch ein Dimensionstor, so wie wir es damals in Ocarina of Time hatten, mit drei verschiedenen Zeitschalten, nämlich der Zeit, wo er als Erwachsener ist und die Welt rettet, aber dann zurückkehrt in die Zeit der Kindheit, wo er dann auch wieder die Welt rettet, weil er Zelda von allem erzählt und Ganon einsperren lässt. Aber die Zeit, wo er erwachsen war, die läuft ja trotzdem weiter und dann gibt es ja noch das Parallele, nämlich das, wo er dann ja schon die Steine alle gesammelt hat und dann ja erst erwachsen wurde, in die Zitadelle der Zeit gegangen ist. Also drei verschiedene Zeitlinien und hier haben wir eben auch jetzt zwei verschiedene Zeitlinien, aber warum, das werdet ihr später sehen. Es scheint, dass Mifa-Daruk, Urbosa und Revali in ihren Titanen eingeschlossen sind. Sie kommen nicht mehr raus. Das heißt, wir können sie jetzt auch erstmal nicht mehr steuern und nicht mehr leveln.
Beides ist nicht mehr möglich. Wir haben jetzt zwei neue Aufgaben bekommen. Schlacht um West Hyrule, wo wir dann offensichtlich auch gerade das Foto von den beiden Titanen sehen, beziehungsweise kleine Videos, Einspieler. Und hier haben wir die Schlacht um Ost Hyrule, wo Bar Rodania und Varuta auf uns warten. Beide müssen wir befreien. Wir haben leider nur zwei Leute, die wir da immer mitnehmen dürfen, was eigentlich auch ganz gut ist, das ist völlig in Ordnung. Und wir haben die Arena mit Mittel, Zeitlimit, keine Heilitems, da dürfen wir dann auch noch rein. Ansonsten ist nicht viel zu tun, wir könnten noch Leunenurkunden ausgeben, um die große Rätselprüfung für Maronus fertig zu machen und ihm einen längeren Komboangriff zu geben. Und für Link ist auch noch was aufgetaucht. Dafür brauchen wir aber noch ein paar Schleichglöckchen. Vielleicht können wir die noch irgendwo kaufen. Irgendwo gab es auch einen Blumenhändler, wenn ich das richtig gesehen habe. Muss ich bloß mal hier schauen. Du hast Fische, du. Kaufen, Schleichglöckchen. So. Dankeschön. Dann kann wenigstens der Link schon mal sein Ding entgegennehmen. Und bekommt einen längeren Komboangriff. Mal sehen, ob für Y oder für X. Für X. Sehr schön. Das freut mich. Damit haben wir Nekluda auch schon fast die 50% erreicht. Ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann werden wir auch gleich die nächste Hauptmission machen. Mit Stufe 41 dürfen wir rein. Wir haben Stufe 56. Alles ist gut. Und dann werden wir auch nochmal unsere Waffen aufstufen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst. Und ihr lasst ein Like da. Und ihr schaut das nächste Video.